Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Video zu Battlefield 5 und zu einem neuen historischen Video für Battlefield 5. Und zwar werden wir heute über den Tiger Panzer 1 sprechen, beziehungsweise den Tiger 1. Warum ich den jetzt vorschiebe, normalerweise wollte ich ja immer so ein bisschen die Fraktionen abwechseln, liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen Gameplay in letzter Zeit mit dem geschafft habe aufzunehmen. Ist immer ein bisschen schwierig, an Panzer und Flugzeuge dran zu kommen. Deswegen wird der jetzt einfach Thema heute sein. Und ich denke mal, viele von euch werden sich auch sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem historischen Hintergrund vom Tiger Panzer an. 1938 erkannte die Wehrmacht, dass die Panzer III und Panzer IV modernisiert werden müssen. Prototypen von verschiedenen deutschen Unternehmen wurden entworfen, doch es folgte keine Produktion. Erst am 26. Mai 1941 erfolgte an das Unternehmen Henschel in Kassel der Auftrag für einen 36-Tonnen-Panzer mit der Projektbezeichnung VK3601. Dieser sollte eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreichen, eine sehr gute Panzerung haben und eine ebenso starke Bewaffnung. Der Bau eines Prototyps begann, wurde jedoch aufgrund eines neuen Auftrags für das Projekt VK4501 eingestellt. Dieser Prototyp sollte später als Tigerpanzer bekannt werden. Henschel entwickelte das Fahrgestell, Krupp den Geschützturm. Auch Rheinmetall entwarf einen Geschützturm, dieser kam aber nie über das Prototypstadium hinaus. Geplant war die Produktion für Juli 1942, um somit 285 Tigerpanzer bis zum 12. Mai 1943 vor der Sommeroffensive der Russen am Donez fertigzustellen. Da Porsche eine weitere Variante produzierte, diese aber einstellen musste, wurden weitere 50 Stück angefragt, um den Verlust zu kompensieren. Die gebauten Porsche Tiger wurden später zum Jagdpanzer Elefant. Die Produktion begann schließlich im August 1942 und bei Truppeneinführung war der Tiger 1 der stärkste Panzer aller Streitkräfte, da seine 88 mm Kanone extrem wirksam war und die Panzerung so stark, dass kein aus normaler Kampfentfernung abgegebener Schuss sie durchschlagen konnte. Zusätzlich zur Hauptkanone besaß der Tiger 1 noch ein koaxiales MG34 in der äußeren Geschützblende. Ursprünglich hatte der Turm zwei Maschinenpistolen-Schießscharten im Heck. Im Dezember 1942 wurde diese aber durch einen Notausstieg ersetzt und im Juli 1943 wurde die Kuppel durch einen neuen Entwurf mit Periskop ersetzt. Die erste Einheit war der erste Zug der 502. schweren Panzerabteilung, welche unterstützt im Raum Leningrad aufgestellt und im August 1942 eingesetzt wurde. Der Einsatz war ein Desaster und die Russen erhielten vorzeitig Einblick in den neuen Panzer. Sein Erscheinen war für die Alliierten dennoch ein großer Schock und erwarb sich bald den Ruf, die größte Gefahr auf dem Schlachtfeld zu sein. 1944 in Frankreich zum Beispiel hielt ein einzelner Tiger eine ganze Division auf und knackte 25 alliierte Panzer, bevor er selbst zerstört wurde. Zur Verteidigung war der Tiger wirksamer als im Angriff, da er eine enorme Durchschlagskraft, massive Panzerung und eine große Reichweite besaß. Ein amerikanischer M4 Sherman Panzer mit einer 76 mm Kanone sowie ein russischer T-34 Panzer Modell 1944 mit 85 mm Kanone konnten einen Tiger theoretisch auf kurzer Distanz besiegen. Doch die Amerikaner hatten bei der Anlandung am 6. Juni 1944 in der Normandie nur M4 Sherman Panzer mit einer 75 mm Kanone. In Summe, einschließlich dem Königstiger, zerstörten die Tigerpanzer mindestens 10.300 feindliche Panzer sowie 11.380 Packgeschütze und Artilleriegeschütze im Zweiten Weltkrieg, während dabei ein Verlust von 1.725 Tigerpanzern aller Typen erzielt wurde. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass einige davon operative und strategische Verluste, wie beispielsweise liegengebliebene, aufgegebene oder selbst von der Besatzung gesprengte Fahrzeuge waren. Der Tiger 1 wurde im Jahr 1944 durch den Königstiger bzw. Tiger 2 abgelöst. Bis August 1944 wurden 1.300 Tiger 1 gebaut, was nicht viel ist, wenn man den Ruf und den Einfluss auf die alliierte Kampfmoral bedenkt, welchen der Tigerpanzer sich bis dahin erworben hatte. Soviel schon mal zu den historischen Hintergründen, jetzt würde ich ganz gerne mit den spezifischen Fakten weitermachen. Wir fangen an mit den Tank Facts. Und zwar ist der Hersteller Henschel und Sohn GmbH. Serienproduktion begann dann 1942 im Juli. Endlieferung war ungefähr August 1944, zumindest war das das Ende mehr oder weniger der Produktion. Stückzahl 1354 Stück, allerdings alle, nicht nur der Tiger 1, sondern auch der Königstiger bzw. Tiger 2 ist mit dabei. Da
Dann haben wir noch einen Stückpreis von 300.000 Reichsmark. Zumindest wenn der Tiger voll ausgestattet ist. Dafür steht das VA und wir haben heute einen Umrechnungsfaktor dann mit 4,20 Euro pro Reichsmark. Wären wir bei 1.260.000 Euro. Inflation ist da auch schon mit drin. Da es zum Tiger so viel zu sagen gibt, nochmal Facts, aber die zweite. Der Antrieb ist ein Maybach V12 Benzinmotor mit 700 PS. Das Getriebe hat 8 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge. Das Gewicht des ganzen Tigers ist ungefähr bei 55 Tonnen. Der Verbrauch beträgt ungefähr 570 bis 850 Liter auf 100 Kilometer, je nachdem auf welchem Gelände. Denn wenn er auf offenem Gelände fährt, ist der Verbrauch höher und auf Straßen ist er dann niedriger. Benzinvorrat 534 Liter in 4 Tanks. Ihr seht also schon, der schluckt schon übertrieben viel und die Geschwindigkeit beträgt 20 bis 38 km/h, je nachdem auch wieder, ob auf Straße oder auf offenem Gelände. Dann geht es weiter mit den Stats. Die Bewaffnung, eine 8,8 cm KWK 36 L56 Kanone mit einer Durchschlagskraft von 84 bis 122 mm, zumindest mit der Panzergranate 39, das ist so die Standardausführung gewesen. Auch hier wieder je nachdem auf welcher Entfernung. Das heißt, je höher die Entfernung, desto niedriger die Durchschlagskraft. Je näher das Ziel, desto höher die Durchschlagskraft. Also bis zu 120 mm ist schon übertrieben heftig. Die Munition beläuft sich auf ungefähr 92 Schuss mit der Kanone. Schwenkbereich 360 Grad rundum. Mündungsgeschwindigkeit der Panzergranate 39 war bei ungefähr 773 Meter die Sekunde. Und als Sekundärbewaffnung haben wir zwei 7,92 mm MG34 Maschinengewehre im Panzer. Dann gab es da noch eine Karikatur bzw. eine Anleitung für jeden Panzerfahrer. Panzerklau nennt sich hier dieses Bild. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch damit zu tun hat, dass der Panzer nicht den Gegnern in die Hände fällt, aber ich gehe stark davon aus. Auf jeden Fall steht hier, für jede Granate, die du verschießt, hat dein Vater 100 Reichsmark Steuern bezahlt. Deine Mutter hat eine Woche in der Fabrik gearbeitet und die Eisenbahn ist 10.000 Kilometer weit gefahren. Das Bedenke vor jedem Schuss. Sprenggranaten auf nicht erkannte Ziele, auf Verdacht verschossen, auf Ziele, die mit MG erledigt werden können, sind ein Verbrechen. Panzergranaten auf unbrauchbare Entfernung, auf erledigte Panzer oder schlecht gezielt verschossen, geben nur Kerbschnitzarbeiten im Stahl. Männer vom Tiger sparen. Nützt den dicken Panzer aus, ran, Walzen ist billiger als MG, MG ist billiger als Kanone, Hülsen und Packgefäße abliefern. Der Tiger säuft den Sprit kanisterweise. Jeder Liter muss 3000 Kilometer weit gekarrt werden. Männer vom Tiger sparen. Geizt mit jedem Liter. Lass den Motor nicht unnütz laufen, weißt du, wann der nächste Sprit kommt? Der Tiger kostet mit allem drum und dran 800.000 Reichsmark und 300.000 Arbeitsstunden. 30.000 Menschen müssen einen ganzen Wochenlohn geben, 6.000 Menschen eine Woche schuften, damit du einen Tiger bekommst. Sie arbeiten alle für dich. Männer vom Tiger, bedenkt, was ihr in den Händen habt. Haltet ihnen Schuss, Panzerklau geht um. Schlagt ihn, wo ihr ihn trefft. Das ist quasi so dieses ganze Bild. Ich finde es sehr interessant, dass sowas damals irgendwie genutzt wurde, denn es ist schon richtig, man sieht schon auch an den Stats und Facts, was eigentlich alles für eine Arbeit in diesem Panzer drin steckt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir fahren in Battlefield 5 damit über Panzerstorm, über die Map und denken uns, geil, wir können alle mal den Tiger einfach mal ausprobieren oder zum Beispiel auch andere Panzer, der Sherman zum Beispiel ist ja auch ein cooles Teil. Und wir wissen einfach gar nicht oder können es gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das einfach war, diese ganzen Dinger überhaupt zu produzieren und ans Laufen zu kriegen und überhaupt in den Einsatz zu bringen. Da ich sonst kaum Stats zum Panzer im Spiel selber gefunden habe, zeige ich euch trotzdem einfach mal meine Spezifikationen, bei denen ich denke, dass die mit am stärksten sind für den Tiger. Wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben und mir auch gerne selber Tipps geben, denn ich bin ja auch kein perfekter Battlefield-Spieler. Deshalb kann ich leider hier keinen Vergleich ziehen, auch zur Realität, wie jetzt auch die Geschossgeschwindigkeit ist und so weiter. Ich habe mir diverse Seiten mal angeguckt, aber irgendwie geht es da nur um Waffen und um Gadgets, leider nicht um Fahrzeuge und Flugzeuge. Wäre sehr interessant gewesen, einen Vergleich zu ziehen. Gibt es hier leider nicht. Das Übungsgelände bietet leider auch den Tigerpanzer nicht an. Deshalb habe ich euch jetzt Panzerklau stattdessen geliefert. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Spezifikationen für den Tigerpanzer in Battlefield 5. Also ich nehme meistens Zimmerit. Haftladungen können am Panzer nicht haften. Ob das jetzt den Schaden reduziert, habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrungsberichte mit. Ich habe keine Zahlen zum Vergleich. Ich hoffe schon. Dann nehmen wir natürlich als zweites die Transversaldrehung, dass ihr euren Geschützturm quasi ein bisschen schneller drehen könnt.
Dann geht es noch weiter mit verbesserter Verstärkung für den Geschützring. Der steckt mehr ein, bevor der kaputt geht beim Geschützturm. Und dann gibt es entweder den S-Minenwerfer für Infanterie, die um euch herum kreist, oder die APCR-Munition. Ich finde ersteres immer ganz okay, wenn man dann in Maps wie Vernichtung rumfährt. Da hat man halt sehr viel Infanterie um sich herum und damit kann man den Gegnern schnell den Gar ausmachen, weil mit dem Panzer den Turm zu rotieren, das dauert immer ewig, bis man dann den Gegner trifft, wenn er am eigenen Panzer hin und her läuft. Das auf jeden Fall dazu. Und damit war es das auch schon wieder für dieses Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich einen Kommentar dabei, wie ihr das Video fandet. Wenn ihr irgendwie noch andere Hinweise habt zum Tigerpanzer oder irgendwie Verbesserungsvorschläge, was die Spezifikationen angehen und so weiter, schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber, mal zu sehen, wie ihr so wie ihr Battlefield spielt halt einfach, um mal zu gucken, ob ihr andere Wege und andere Möglichkeiten nutzt, um mit dem Panzer irgendwie vorwärts zu kommen und mit dem effektiver zu spielen. Ihr habt ja auch so ein bisschen Gameplay von mir gesehen, könnt ihr auch dazu gerne mal Kommentare abgeben, ob man vielleicht ein bisschen defensiver oder sogar aggressiver spielen soll, je nachdem, oder ob ich das eigentlich ganz gut mache, so, weil ich bin halt wie gesagt auch kein Profi. Da dieses Video an einem Mittwochabend rauskommt, wird es da keinen Livestream geben. Am Sonntag wird es eventuell dann auch keinen Livestream zu geben, denn ich werde auf jeden Fall nicht die Zeit dazu haben jetzt die nächsten Tage, denn ich werde mal ein bisschen im Urlaub sein und deswegen kriegt ihr halt jetzt das Video alternativ. Ansonsten, darauf die Woche geht's wieder ganz normal weiter. Die Gamescom steht dann auch vor der Tür. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Hoffentlich richtiges Gameplay zum neuen Battlefield auch mal. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wie gewohnt, Freunde. Macht's gut, bis dann und rein. Und gerne wie immer. Ciao, ciao.